Heute ist der 18. September 2017 und wir sind wie immer in Chiang Mai zu Fuß unterwegs und genießen unsere letzten Stunden, weil heute Abend geht es mit dem Nachtzug wieder zurück nach Bangkok. Und jetzt sind wir nach Lee wieder in der Altstadt unterwegs und kommen an lauter berühmte Sehenswürdigkeiten vorbei und darunter auch am Three Kings Memorial, glaube ich. Monument. Three Kings Monument. Darf ich vorstellen, das erste Mal Schock gefrostet nach 3 Wochen? Wärme. Wie fühlen Sie sich so? Durchgefroren. Ja, es ist arschkalt da rein. Ich glaube, so kalt so ist es in der Schweiz. Genau. Furchtbar. Jetzt warten wir, dass wir uns nestet. Es ist schon dunkel los. Wir frieren. Der Zug steht und wir wissen nicht, was los ist. Und wir haben diesmal einen mit roten Polstern und runter auf wie viel Grad? Minus 12 Grad oder so. Es ist mega kalt, es ist nicht lustig. Es wird wahrscheinlich 20 Grad haben, wenn wir finden, was furchtbar. Wir frieren, ihr kleinen süßen Knuddelknutschmäuschen. Oder? Wir grüßen euch, ihr Knutschknuddelmäuschen. Die ist nicht nach Lachen zumute, gell? Oder ist das Gesicht schon eingefroren? Nein, ich habe es nicht eingefroren. Die fluffige Matte habe ich jetzt gesehen. Die fluffige Matte ist so. Nicht mit Daunendecken. Ich hoffe, sie ist nicht zu fluffig, sonst kannst du sie gerade weglaufen. Jetzt sitzen wir in deinem Schlafabteil. Meine Socken stinken richtig toll. Ja, also wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich fest. Sie stinken wirklich fest. Ja, wirklich. Sammeln wir das mit deinen. Zweimal AK durch irgendwelche Pfützen gehabt, irgendwelche Tiere ringseichten. Opfergarantie, die weg sind. Könnte da überschwemmt worden sein. Da bin ich durchgewartet und jetzt stinken sie. Ich habe miserabel geschlafen. Also ich habe 3 Stunden geschlafen und in der Maus hat nicht geschlafen. So nämlich Wasserläufe da drunter. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück in Bangkok und mega miet und vorhin das Hotel gebucht. Und sind wir in Bangkok? Das ist schon Bangkok. Nein, ich meine Bahnhof.
ist noch nicht der Bahnhof. Der Hauptbahnhof. Wir sind voll miet und davor haben wir dann können wir auch schlafen. Sind da Fische drin? Irgendwie ist Blubbert so fest. Da unten ist so eine Tümpel. Wir sind wieder in Bangkok und essen gerade das Brötli mit Milano-Salami. Genau. Yay! Und hinter uns ist die absolute Gehirnexplosionsreizüberflutungsspielplatz. Für Kinder, die beschäftigt werden wollen. Und wir sind uns gerade einig, dass wenn wir hier den ganzen Tag arbeiten würden, könnte man uns schon mindestens nach 3 Tagen die Psychiatrie einweisen. Voll die Reize überflutig. Und das in der Food Court. Da kann man essen. Wie schmeckt das Brötchen? Na nicht, gell? Und das Ultimative, was wir gefunden haben. Maltesers! Maltesers, yeah! Sonst, wie geht's denn? Wir noch nicht können einchecken, wir müssen bis um 2 warten, auf jeden Fall, wenn man nicht pennt. Bangkok reisen scheint die Sonne. Genau. Das erste Mal seit 2 oder 3 Tagen wieder und es ist brutal heiß. Wenn man sich vorstellt, dass die anderen da heiß frieren, gell? Und es ist wieder voll gruselig. Also in Asien werden eigentlich keine geschlossenen Schuhe tragen, aber da sind massig viel Flipflops und Latschen. Auf jeden Fall hat es der Gänge voll mit Flipflops und Latschen. Und Adiletten habe ich auch schon irgendwo gesehen. Wuhu! Also wir sind jetzt die letzten 2 Tage in Bangkok in so einem 4-Zimmer. Also wir sind da die letzten 2 Tage in Thailand, in Bangkok, im 4-Zimmer-Apartment. Es ist so ein Raum mit 2 großen Betten drinnen. Wir haben da hier so Superior-Bungalow gebucht und dafür ein Bett gratis bekommen. Wenn wir Super-Bungalow... Mann, was rede ich da eigentlich für Scheiße zusammen? Klappe die dritte. Wir sind da die letzten 2 Nächte wieder in Bangkok und... Wir haben eigentlich Superior-Bungalow gemietet und sind aber in so einem Schlafzimmer einquartiert worden, wo 4 Leute können denen schlafen. Nein, es ist kein 4-Zimmer-Apartment und... Ein Föhn hat es auch nicht und ich weiß nicht, du hast die Haare schön, es liegt vielleicht am Föhn. Jetzt muss ich mit platten Haaren rumlaufen. Was platte Haare? Ja, wenn ich meine Haare gewaschen habe, habe ich platte Haare. Sie sind ja nicht so füllig. Das will ich sehen. Soll ich das Föckchen machen, vorher und nachher? Ja. Vor den Föckchen und nach den Föckchen.
Auf jeden Fall haben wir da an dem super Zimmerli, haben wir da so eine Badezimmer. Das ist im Fall voll amüsant, weil da gerade hinter der Tür befindet sich die Dusche. Und der ganze Clou an der Sache ist, es hat kein Gulli. Der ist erst 50.000 Meter weiter neben dem WC. Was stimmt da nicht? Ich muss mich, glaube ich, ins Lavabo reinstellen zum Duschen. Haben wir ein Schwimmboot dabei? Auf jeden Fall die Logik. Ist nicht gerade so toll. Ich habe alles voll Mückenstich wieder. Lauter Michael Stichs nennen. Ich will das Ding wieder mal abstellen. Sieh ich muss es abstellen. Tschüss. Bis morgen.